wie kritikfähig bin ich. Ich bin sehr, sehr kritikfähig. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich immer wieder reflektiert, dass man auch von außen sich was anhören kann. Mein größter Kritiker zum Beispiel ist auch mein Papa, der redet mit mir immer über jeden Auftritt, jeden neuen Song, den ich schreibe. Und mir ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich mir auch eure Kritiken, eure Ratschläge zu Herzen nehme. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich auch immer in sehr kreativen Abständen für mich selbst was schreibe. Tatsächlich passiert das auch immer nur, wenn was passiert. Also ich bin jemand, der keine erfundenen Geschichten in Songs packen kann. Daher ist die Textlehre für mich eher was Unbekanntes. Tatsächlich eher schreibe ich weniger, wenn in meinem Leben mal nicht so viel passiert. Kommt aber auch selten vor. Danke für die Frage. Mein größter musikalischer Traum war es, einmal mit Howard Carpendale zu singen. Und Howard und ich hatten vor kurzem ein Duett aufgenommen. In dem Song geht es um diesen ganz furchtbaren Ukraine-Krieg. Und es war uns ein ganz, ganz großes Bedürfnis, unsere Stimmen für den Frieden einzusetzen. Und insofern ist ein sehr, sehr großer musikalischer Traum für mich mit Howard in Erfüllung gegangen. Mein schönster Moment war definitiv die Schlager-Challenge letztes Jahr, 2021 im September bei Florian Silbereisen. Das werde ich nie vergessen, wenn ich mich daran zurückerinnere, stellen sich bei mir alle Haare. Man hat ja immer so das Problem, dass so schöne Momente schnell vorbeigehen, ohne dass man überhaupt realisiert hat, dass sie so schön waren. Und diesen Moment, wenn ich noch einmal könnte, würde ich sehr, sehr gerne nochmal leben.